Ich nehme gerne die Rollen ein, ich weiß nicht, ich bin ja nicht akademisch gebildet, darum denke ich vielleicht manchmal einfach oder benutze ich einfachere Wörter. Also ich bin gerne in einem Umfeld, wo ich mich bewege, ein bisschen der Antipode oder versuche ein bisschen Stachel im Fleisch zu sein oder so, oder ein bisschen. Und in dieser lieblichen, Ecstasy-geschwängerten Techno-Szene habe ich gerne gelegentlich selten ein bisschen provoziert, indem ich eine Waffe bei mir tue und so offensichtlich. Also das nicht oft, zwei, drei Male habe ich das. Ich ließ mich auch für Magazine mit einer Waffe abbilden und so. Schöner Move, was war da die Reaktion und der Hintergrund? Ja, natürlich war das ein Unverständnis, oder? Also dass natürlich die Leute während Partys und wenn möglich in diesen lieblichen Drogen-Flows drin natürlich nicht also unverständlich fanden, dass sich das jetzt so sichtbar mache, weil es ja für viele Leute eben eine Distanz ist zu dieser harten Realität, was auch immer. Also, jetzt werden wir eigentlich schon sehr aktuell, also weil ich ja über Provokative, ich finde sie nicht sehr intelligent provokativ, aber es war ein Anfang aus dem Selbstbewusstsein dieses Gabriel Voltaire zu betreiben, provokativer zu werden. Und die ersten Schritte waren nicht nur, aber auch relativ plump. Also wir machten einen Graffiti-Workshop, also mit Graffiti-Künstlern, Anerkannten aus London, die auch in der Kunstszene wirklich anerkannt sind. Und mit diesen T-Shirts mit Brigitte Mohnhaupt drauf, die wir in unserem Shop verkauften. Da stürzen sich die Medien drauf. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo ich dann eben mich eigentlich die Folge war, dass die Stadt, respektive die Geldgeber, mich entlassen wollten. Und das ist schon so. Also gehe gerne an Grenzen aber nicht, dass mir dann der Umgang mit der Situation, zumindest zu Beginn, extrem leicht fällt. Also ich bin wahnsinnig erschrocken, dass es so schnell, so abrupt enden sollte plötzlich. Also das war wirklich eine Frage von zwei, drei Wochen, wo die Sitzung, die außerordentlich einberufen wurde und an der ich entlassen hätte werden Und das sollen. hast du nicht antizipiert, also hast du nicht gedacht, dass Ich der Revolver oder das Monarch-T-Shirt. ja, ich, das ist natürlich, ich möchte die Leute zum Denken bewegen. Ich möchte Themen unter die Leute bringen. Ich möchte an Tabus kratzen. Ich möchte, das interessiert mich, herauszufinden, wo gibt es welche Tabus, wo gibt es welche Konventionen, die hinterfragen, in Frage stellen oder halt vielleicht auch nur aufzudecken. Also mit diesem Graffiti-Workshop habe ich herausgefunden, das ist immer noch ein gigantisches Tabu. Also da gab es vor 20 Jahren in Zürich den Harald Negerli, den hat man ins Gefängnis gesteckt. Heute gibt es noch zwei letzte Werke, die die Stadt mit teurem Aufwand erhalten tut. Und dann kommt jemand, macht wieder etwas und das ist wie vorher. Also da bin ich dann schon auch erschrocken. Aber das geht auch um die Sichtbarmachung, also dass sich jetzt in der Gesellschaft diesbezüglich nicht viel verändert hat. Und dieser Grenzgang, das interessiert mich schon. Und Schon dein also Job, oder? ja, jetzt hier sowieso. Also, Theoretisch, oder ja, wäre dein klar, Job? klar. Also hier verstehe ich ihn zumindest so.
Und die, aber die Konsequenzen, die sind beschränkt abschätzbar. Von daher kann auch ich, der es provoziert, erschrecken. Ich sonne mich dann nicht in diesem Skandal und finde, geil, jetzt bin ich wieder so weit. Wieder in der Zeitung wenigstens und alle reden. Genau. So einfach fällt mir das schon nicht. Aber im Nachhinein jetzt, also zum einen habe ich einen Rückhalt gespürt und Resonanz bekommen, dass wir ein Profil hätten als Haus, was ich eigentlich sehr erstaunlich finde, dass das jemand wirklich klar heraussieht. Aber dieses Feedback hätte ich so nie erhalten. Und aber auch eben auch dieser Kick, quasi meine Laufbahn oder wie man dem sagen will beruflich, dieser Kick, diese Laufbahn wieder neu denken zu müssen, fand ich schon auch dann reizvoll. Oder immer wieder aufs Spiel zu setzen? Ja, oder? Ja, noch ein Bild vom Revolver. Also das ist ja eine Handlung, wo du intuitiv, vielleicht ohne groß drüber nachzudenken, aber gleich bewusst machst. Ja. Oder sind das ganz andere Moves? Ja, beruflich war es jetzt zum Beispiel beim letzten Mal, jetzt beim Wechsel vom Clubkurator von der Partywelt in diese Kunstwelt jetzt in Cabaret Voltaire, war es eigentlich überhaupt nicht so. Also da war ich arbeitslos beim RAF da hatte ich auch einfach Glück, dass ich dann mit der Zeit die richtigen Leute kennenlernte und die mich hier ins Spiel brachten. Ich musste mich nicht bewerben und diese Stelle war nicht ausgeschrieben. Es war einfach plötzlich klar, dass ich das machen werde. Eine Zeit lang dachte ich wäre billiges Kanonenfutter, weil sowieso niemand das ausfüllen kann, diese großen Erwartungen erfüllen kann, dass an dieses Haus die Last der Geschichte und so weiter. Also es war sowieso zu wenig Geld für einen richtigen Kurator oder Kunsthistoriker oder was auch immer anzustellen. Aber eben, also das war dann auch einfach so eine Chance. Also klar, die Leute, die mich da ins Spiel brachten, die kannten mich als Figur, mich als Clubkurator, diese Konzepte und so weiter. Und sie wussten auch, dass ich natürlich mich getraue, eine Meinung zu sagen und Lust habe, auch in den Medien zu sein und mit den Medien zu spielen quasi. Aber ja,